Hallo zusammen, willkommen auf Football Therapist, wo wir heute zwei meiner Serien fortsetzen, denn bevor ich am Ende des Videos über die Schweiz spreche, wird es nach meiner ersten Folge über die Akademie von Red Bull Salzburg erneut um sie gehen, denn wir müssen noch die verschiedenen neuen Fußballtechnologien kennenlernen, die dort verwendet werden, was das Thema dieses Videos ist. Zunächst einmal muss man wissen, dass die Red Bull Akademie nicht nur von Fußballern bewohnt wird. In Red Bull Salzburg ist auch eine Eishockey-Mannschaft, die ziemlich erfolgreich ist. Vor allem dank ihrer eigenen Gewächse, die das gleiche Fitnessstudio wie die Fußballer benutzen. Oder besser gesagt, die gleichen modernen Maschinen, die man dort findet. Denn im Gegensatz zu traditionellen Fitnessstudien loggt sich jeder Sportler zuerst auf einem Tablet ein, auf dem er sein Trainingseinheit für den Tag findet, die von den Athletiktrainern geplant wurde. Dafür sind unter anderem Dateien der vorigen Einheit besonders wichtig. Und die beliebteste Station ist sicherlich der 1080 Sprint, der, wie der Name es schon andeutet, dazu dient, den Sprint mit verschiedenen Widerstandsgraden zu trainieren. Auch für Spieler mit Verletzungen an den Beinen ist Laufen in der Red Bull Akademie fast immer möglich, dank des zur Verfügung stehenden Antischwerkraftlaufbands, das das Körpergewicht um bis zu 80% reduziert und so jeder Art von Überlastung vorbeugt. Das alles ist interessant, aber nicht so interessant wie das, was jetzt kommt, da wir uns jetzt mit dem Soccerbot 360 beschäftigen, der, wie der Name es schon andeutet, den Spieler in einem 360-Grad-Winkel trainiert, der sich um einen runden Käfig mit Bildschirmen handelt, die anzeigen, wohin sie den Ball spielen sollen. Wohin man den Ball spielen sollte. Ist ähnlich wie der Football-Not von Borussia Dortmund und Hoffenheim, nur dass der Spieler immer denselben Ball bekommt, da dieser von den Wänden abprallt und dann wieder in die Mitte des Kreises zurückspringt. Das Soccerboard 360 sieht dem Spiel nämlich wie viel ähnlicher und also wirklich nützlich aus, da er durch die Anpassung der Projektion auf die Wände des Spielers eine Position und also eine Positions- und bedarfsspezifische Informations- und Entscheidungsfindung ermöglicht. Der FC Bayern München hat mit der Marke Skills.lab ebenfalls etwas Ähnliches im Angebot und der Vorteil ist, dass der Spieler viele verschiedene Situationen hintereinander erleben kann, ohne dass es zu anstrengend wird, da man in diesem geschlossenen Bereich bleibt. Man kann sogar seine Kondition trainieren, indem man verschiedene Spiele mit Tetris-Formen spielt, die man finden und anvisieren muss, oder auch Elfmeterschießen, da man mit dieser Technologie die Buhrufe der Fans hinzufügen kann. Die Red Bull Akademie verfügt über ein Fußballfeld in einer Halle mit Lautsprechern, aber vor allem über ein LPS-System der Marke Kinexon, ein präziseres System als GPS, das mit Hilfe von Kameras und Chips in den T-Shirts der Spieler und sogar in den Bällen ständig die Position und die Bewegung der Spieler erfasst und diese am Ende des Trainings in direkt verwertbare Daten umwandelt. Also in dieser Halle ist es eben auch möglich, das Elfmeterschießen zu trainieren, indem man die Buhrufe der Fans hinzufügt. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht Salzburg sogar noch weiter und plant das computergestützte Taktikprogramm Intelligym, mit dem die Spieler auf dieser Ebene gefordert werden, durch etwas Realistischeres mit einer Virtual Reality Brille zu ersetzen, die die Informationsaufnahme, das Scannen und die Entscheidungsfindung verbessern soll. Auf dieser Ebene gibt es eben die Marke BioBest, die von Ødegaard verwendet wird, der von seinem Konkurrenten, also in England, Red Seal, also in England, wahrscheinlich in der Premier League,
langsam überholt worden zu sein scheint, da die Brille den Spieler zusätzlich dazu noch auffordert, einen imaginären Ball zu spielen. Red Bull arbeitet also viel an diesem Thema. Sie haben in Salzburg Angestellten, die Studien über neue Technologien im Fußball durchführen und sich scheinen wirklich daran interessiert zu sein, diesen Bereich der Informationsaufnahme zu vertiefen. Aber sie sind noch nicht zufrieden mit den Eye-Tracking-Technologien, die es derzeit gibt, um das zu tun. Viel Sinn würde das alles aber nicht machen, wenn man nicht weiß, dass es Momente gibt, bei denen man nicht scannen sollte, also wenn der Ball berührt wird, und Momente, bei denen man doch scannen sollte, die sind eben diejenige zwischen den Ballkontakten. In Bezug auf Daten steht Salzburg für Vertraulichkeit und sogar die österreichische Not zu, dass sie unter den verschiedenen erweiterten Statistiken, die sie verwenden, vor allem eine schätzen. Das Banking, das von dem Startup-Unternehmen in Impact angeboten wird. Und das Banking ist ganz einfach. Es misst die Anzahl der Spieler, die durch einen Pass ausgeschaltet werden. Also einfach ausgespielt werden. Wenn ein Pass Richtung eine Reihe von 4 Spielen ausgespielt wird, dann beträgt der Packing-Wert 4. Das Interessante an dieser Statistik ist, dass sie jedes Mal 2 Spieler betrifft, sowohl den Passgeber als auch den Empfänger. So kann Salzburg unter anderem herausfinden, ob ein Mittelfeldspieler oder Verteidiger, den sie für interessant halten, daran gewöhnt ist, lang auf einen Stürmer zuzuspielen, ob sich der Stürmer wohl dabei fühlt, diese Art von Läufen durchzuführen und solche Pässe anzunehmen. Dies ist also eine sehr interessante Statistik für Red Bull-Vereine aufgrund ihres sehr direkten vertikalen Spiels. Wie bereits angekündigt, kommt die letzte Innovation nicht von der Red Bull Akademie, sondern aus der Schweiz, da dies meines Wissens das erste Land ist, in dem Strobo-Brillen im Fußball eingesetzt wurden. Die Strobo-Brille ermöglicht es, in einer bestimmten Sequenz von durchsichtig zu undurchsichtig zu wechseln. Mit anderen Worten, die Torhüter werden den Ball nicht ständig sehen können. Sehen den Ball nicht ständig, dass sie regelmäßig in die Dunkelheit getaucht werden. Eine Situation, die genau den Situationen ähnelt, also in denen die Sicht des Torhüters verdeckt wird. So, das war's schon für mich. Zögere nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um sicherzustellen, dass du keine ähnlichen Inhalte verpasst. Und wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, mir ein Like zu geben, es mir in den Kommentaren mitzuteilen und das Video mit einem weiteren Fußball-Nerd zu teilen, das würde mir wirklich sehr helfen, sicher mehr als du denkst. Ciao, ciao!